Und es geht weiter. Der zweite Wagen. Heute kommt der dran hier, der McLaren. Alles ausgepackt habe ich schon. Nicht weiter vorsortiert, so wie das in den Tüten sortiert ist. Das reicht mir eigentlich immer. Also Teile, die man verwechseln kann, sind ja nie in denselben Tüten. Und ja. Antennen sind dabei. Schwarze Antennen. Wusste ich gar nicht, dass der schwarze Antennen hat. Mal gucken, wo die hinkommen. Und dann werde ich mich mal langsam daran setzen und einen entspannten Tag haben. So, Bauschritt 1 und was Bild ist das denn da? Wollte ich mich ärgern? Das geht ja lustig los. Naja. Kann ja nicht angehen. Bauschritt 1. Tschö. Ohne Kommentar. Habt ihr ein Glück, dass das nicht auffällt? Licht. Fehlt eine noch. Naja. Glück gehabt. Eigentlich wollte ich den Bau ja ein bisschen später unterbrechen, aber ich finde hier schon eine interessante Stelle, wo die sich doch ziemlich unterscheiden. Erstmal von der Bauweise generell. Ich habe ja damit gerechnet, der wird genauso gebaut wie der andere. Dasselbe Auto quasi, bisschen andere Form. Also von unten hochbauen, aber das ist gar nicht so. Hier, diesen baut man tatsächlich von vorne nach hinten durch und dann auch ziemlich komplett. Also jetzt kommt erstmal die Nase und dann kommt der Teil, wo der Fahrer sitzt und die Seitenverkleidung und dann baut man den hinteren Teil. Da habe ich schon ein bisschen vorgeguckt in der Anleitung. Aber auch die Nase ist komplett anders. Also bei dem hier laufen eine Reihe Slopes von oben runter und die Seiten, das habe ich ja schon mal gezeigt, die sind da mit so Stangen dran gebracht, dass man den Winkel dahin kriegt. Und da sind einfach oben ein paar Platten drauf. Hier die Nase ist komplett anders. Hier ist auch so eine Stange drinne. Und da werden die Teile draufgeklickt. So eine Klammer. Und die sind komplett gebaut. Also es unterscheidet sich doch gewaltig voneinander. Finde ich gut. Hat man nicht dreimal dasselbe zum Bauen, wenn man sich drei so ein Autos kauft, sondern es ist sogar ein bisschen Abwechslung drin. Da hätte ich überhaupt nicht mit gerechnet. Finde ich stark. Nochmal eine kurze Unterbrechung, bevor ich alles zubaue. Einmal hier die Luftkühler an den Seiten. Auch da unterscheiden die sich die beiden Fahrzeuge gewaltig. Bei dem einen baut man ja hier eine Innenwand drinne und hier dann die Draußenwand und hier in der Mitte ist so ein kleiner Hohlraum. Also der wird ein bisschen schlanker hier. Da baut man die Innenwand doppelwandig. Und dann nach außen hin sind dann nur die Luftkühler und ein Rieseneinlass. Und dann kommt da wohl noch eine Verkleidung drum und drüber. Also es unterscheidet sich schon. Das ist gewaltig. Der Radstand ist ein bisschen anders. Also wenn man die vorne auf eine Länge stellt, so, Stück zurück, da sind die, bei denen sind die Reifen ein Stück weiter hinten. Die Fahrersitze sind an einer Flucht. Zur allgemeinen Länge kann ich viel sagen, aber die sind ja eigentlich genormt bei Formel 1. Jo, schick. Und wieder was zum Gucken. Also der Ferrari, der ist unten geschlossen. Und die Auspuffanlage guckt hinten raus. Und bei dem hier, der ist offen. Also auch da. Was ganz anderes. Wird komplett anders gebaut. Hier, wenn man die Haube abnimmt, bei dem hier, dann sieht man die Abgaskrümmer an den Seiten angedeutet. Die liegen da auch drin, das ist alles gut. Und hier sind die richtig gebaut. So, hier vorne gab es ein kleines Problem mit der Klemmkraft. Und zwar das Teil, was hier drauf gescheckt wird, um das Rad festzuhalten, das hatte absolut null Klemmkraft. Zum Glück sind dieselben Teile hinten verbaut, hinter den Reifen, um den Abstand zu halten zu dem Gestänge, sodass ich das tauschen konnte mit einem, was mehr hält. Ansonsten wäre das richtig doof geworden. Aber die da hinten, die müssen ja gar nichts halten, die sind einfach nur draufgeschoben, das sind einfach Abstandhalter. Stecken dazwischen irgendwo. Da sieht man ihn. Der hält einfach den Abstand. Und der muss nichts halten. Da hat er da seinen Platz gefunden. Und ansonsten, der Motor ist drauf. Hier sind sehr viele Teile im Motor rein, also sehr viel mehr als beim Ferrari.
Gut. Es geht voran. Bauabschnitt 140. Pilotenabdeckung ist fertig, die baut man einzeln. Hat nichts mit der anderen Abdeckung hinten zu tun. Anders wie beim Ferrari, das war es ja ein Stück. Hier ist das Vorderteil separat. Das soll auch abnehmbar sein wahrscheinlich, weil vorne hängt er auf zwei Noppen. An der Seite ist gefliest und hinten an den Ecken ist er auf zwei Noppen. Allerdings glaube ich nicht, dass ich den nochmal abbauen werde, weil ich habe das eben versucht reinzusetzen und das ist wirklich Fummelarbeiten, das ist sehr passgenau. Also ich glaube, wenn das jetzt einmal drin ist gleich, dann bleibt das da. So, da ist sie drauf. Und bevor ich jetzt alles verkleide, ein paar Teile habe ich hier noch am Tisch liegen. Das ist nicht mehr viel. Ein bisschen was noch. Aber bevor ich jetzt hier den ganzen Motor verkleide, noch meinen letzten Blick auf das Prachtstück. Da sind wirklich sehr viele Teile reingeflossen. Auch die Radaufhängung hier. Also mal ein Lob an den Adrian, heißt er glaube ich, der die Dinger bei Bluebricks entwickelt. Also da mit den Formel 1 Autos hat er mal ein Highlight geschaffen. Also ich finde die richtig toll. Auch Stabilität und so, alles gut. Mal einen Blick von unten. Na, von hinten mal, wenn er fertig ist. Dauert ja nicht mehr lange. Aber wirklich schön. Da steckt wirklich viel, viel Gehirn drin, hätte ich bald gesagt. Aber der hat sich immer Gedanken gemacht. Finde ich toll. Echt schön geworden. Auch so die ganze Ansicht. Sieht ein bisschen aus wie der Lotus gerade. Der bleibt ja auch hinten offen. Da fehlt ja nur die Luftritze und dann fliegt der Motor ja auch frei. Finde ich schön. So, da ist er fertig, der McLaren. Auch sehr schönes Modell. Auf die ganzen einzelnen Sachen vom Bau brauche ich jetzt nicht einzeln eingehen. Das habe ich ja diesmal etwas anderes gemacht. Immer mal einen kleinen Clip gemacht, wenn irgendwas anstand. Nicht ganz so. Na, Fokus. Danke. Nicht ganz so abstrakt wie bei dem ersten. Also der letzte Bauabschnitt war auch nochmal ganz witzig. Da braucht man nämlich hier die kleinen Pots. Die werden hier dann von hinten dran gehängt. Vorher ist da ja so eine Kante. Und vom Motor sieht man doch noch eine ganze Menge. Einmal Heckansicht. Einmal drin. Hier nur zwei Abgasrohre. Beim Ferrari gab es ja vier. Ja, schön gemacht. Die Räder hinten sollte man vielleicht nochmal erwähnen. Da ist kein Stopper drauf. Also die hängen da so. Wenn da mal irgendjemand blöde Achsen kriegt oder scheiß Teile, das könnte Probleme geben. Aber bei mir hält alles. Ne, kannst auch hier wieder eine Luftritze hochheben. Gut, das oben geht vielleicht ein bisschen ab, bewegt sich. Aber generell hält das. Kann man da auch wieder. Also Stabilitätsprobleme gibt es da eigentlich nicht. Die sind echt gut gebaut, die Dinger. Ne, gefehlt hat wieder nichts. Alles komplett. Sehr wichtig. Das war über. Und diese Bügelperlen, wo ich letztes Mal diesen Nupsi da liegen hatte, der zum Reinfummeln von Dingern, den es bei Kobi immer so schön mitgibt, den habe ich hier nicht gebraucht. Also dieses Modell hier ohne einzelne Noppen, die man irgendwo reinstecken muss. Ja. Also ich freue mich echt. Die Serie ist wirklich toll. Da ist was Gutes gemacht. Hoffentlich darf er diesen blauen Tyrrell auch noch designen und rausbringen. Also auf den würde ich mich echt freuen. Aber wirklich nur in dunkelblau. Also wie die Corsair von Kobi oder so. So ein richtig dunkles Blau. Kommt mir nicht mit sowas Helm. Den haue ich euch um die Ohren. Das geht gar nicht. Kann ich so ein schönes Auto bauen mit so vielen Details und dann stimmt die Farbe nicht. Dann kriege ich die Krise. Nee, Aufkleber brauchen wir nicht unbedingt, aber die Farbe, die muss stimmen. So, das war's dann mit diesem. Und dann schauen wir mal, wann wir den Lotus bauen.